Ich stelle den Menschen ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem sie ihr Bewusstsein genau an dem Punkt entwickeln können, wo sie vor der Wand stehen. Weil wenn du dich nicht heilen kannst, wenn dir die Ärzte sagen, das ist chronisch oder das ist vererbt oder ich weiß nicht, einfach unheilbar, so wie man mir das ja auch sagte und dir. Also wenn man im Grunde aufgegeben worden ist, dann ist es offensichtlich, dass dein Bewusstsein nicht dafür ausreicht, eine Lösung zu finden. Und dann findest du dich damit ab. Und es wird dir auch gesagt, naja, damit müssen sie leben oder nehmen sie das Bein ab, dann sitzen sie auch im Rollstuhl und so weiter. Also du hast gar keine Perspektive mehr. Und das heißt aber nur, dass dein Fronthirn, also dein präsentes Wissen, hat keine Lösung. Und das gibt es ja auch bei anderen Problemen. Weiß ich, du stehst vor einem finanziellen Fiasko oder du hast eine fürchterliche Beziehung, wo du überhaupt nicht weißt, wie die geregelt werden soll. Oder du wirst im Betrieb gemobbt von irgendjemandem und so weiter. Und da stehst du dann auch immer ganz hilflos da und weißt nicht weiter. Und du weißt aber bloß mit dem Fronthirn nicht weiter. Das, was sozusagen in deinem Unterbewussten ist, was ich Seele nenne, da bist du an das Wissen, an die Weisheit des Universums angeschlossen. Weil wir sind ja auch nicht nur Naturwesen, wir sind ja auch alle kosmische Wesen. Wir können ja gar nicht aus diesem Kosmos aussteigen. Wie willst du das machen? Die Erde gehört zum Kosmos, die Sonne gehört zum Kosmos, das ganze Sonnensystem gehört zum Kosmos, die Galaxie, in der wir leben, gehört zum Kosmos. Und der Kosmos, den kann man studieren. Und das war für mich einer der größten Bewusstseinserweiterungen, dass ich Hartmut Müller kennengelernt habe. Und das war so ein DDR-Einserschüler, der hat deswegen ein Stipendium nach Moskau bekommen und hat dort Hochfrequenzphysik studiert und hat erstmal eine Fleißaufgabe gemacht und gemessen, was für Frequenzen kommen denn eigentlich aus dem Kosmos. Und das war richtige Fleißarbeit, ein Jahr lang. Aber diese ganzen Frequenzen machten keinen Sinn, weil da gibt es plötzlich Lücken. Da gibt es überhaupt keine Frequenz im gesamten Universum. Und dann gibt es ganz viele Frequenzen wieder und dann gibt es keine. Also absolut chaotisch. Und das hat er dann seinem Chef gegeben, die Arbeit. Und der hat gesagt, kennen wir. Das ist altbekannt. Deswegen haben wir ja die Chaostheorie entwickelt, um den Kosmos überhaupt zu verstehen. Und Hartmut hat gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und jetzt kommt natürlich noch eine Nebengeschichte rein, warum er sich mit Leonhard Euler beschäftigt hat. Das war einer unserer größten Mathematiker in Deutschland, der aber von Friedrich dem Großen nicht geliebt worden war und den die russische Zarin Katharina die Große eingeladen hat als den größten Mathematiker aller Zeiten. Und hat gesagt, wenn du weiterarbeiten willst und du wirst zu Hause in Göttingen gemobbt, dann komm zu uns. Und du kannst bei uns am Hof leben, dein Leben lang kannst du bei uns arbeiten. Und das hat er gemacht und ist nach Petersburg und hat dort bis zu seinem Ende des Lebens wunderbare Dinge entdeckt. Zum Beispiel die eulerische Naturkonstante, die Zahl E, die er schon ohne Computer bis zur 16. Stelle ausrechnen konnte, nach der alle Naturprozesse laufen. Und er hat den Kettenbruch erfunden, also Dinge, die heute noch gar nicht mal richtig ins Bewusstsein der Mathematik eingeflossen sind. Und Hartmut hatte die geniale Idee, seine ganzen Frequenzen, die er gemessen hat, mit unserer Mathematik, und wir haben ja eine Mathematik, die ist nach Logarithmus 10 aufgebaut, also 10, 100, 1000, immer eine Null mehr. Es gab aber antike Mathematik, die ist nach Logarithmus 3 entwickelt worden, zum Beispiel die Mayas oder auch im alten Ägypten. Da ging es immer bis 21, dann 21, 21 weiter, also immer hoch 3. Und
Daraufhin hat Hartmut Müller alle seine Werte, die er ein Jahr lang gemessen hat, von Logarithmus 10 auf Logarithmus E umgerechnet. Und boah, und plötzlich war das ganze Universum in einer perfekten Harmonie. Die Lücken waren immer nur die Schwingungsbäuche und so weiter. Und er sagt, das ist unglaublich. Und dann habe ich mit Hartmut gesprochen. Er hat sogar die Erlaubnis bekommen, in St. Petersburg in das Archiv der Zarenfamilie zu gehen und konnte dort die Originalbücher von Leonhard Euler sich anschauen. Und Leonhard Euler hat damals auf Russisch oder auf Lateinisch geschrieben. Und Hartmut hatte diese unglaubliche Eingabe, dass er, wenn er eine Seite gelesen hat, schon wusste, wie diese Seite auf der nächsten Seite, wenn er umblättert, weitergeht. Sag ich, Hartmut, fällt dir was auf? Den Text hast du selber geschrieben. Und da war er also so schockiert, sag ich, ja, lies mal mein Buch hier. Gelebte Reinkarnation. Dann verstehst du, dass auch du ein Vorleben hattest, so genial wie du bist. Aber dieses Bewusstsein, das hat man in der DDR dir nicht beigebracht. Das hat man uns auch im Westen nicht beigebracht. Also das ist jetzt unbedingt nachholbedürftig. Und jetzt kapier mal, dass ein Vorleben von dir das Leben von Leonhard Euler war und deswegen du alles, was er konnte, jetzt auch kannst. Und das machte Rums. Und er hat die Global Scaling Theorie entwickelt. Und das ist wirklich die Entschlüsselung Gottes. Und wenn wir das kapiert haben, dann verstehen wir auch, warum wir immer solche Krisen haben, warum das so eng wird, warum das plötzlich sich so zusammenballt, dass wir denken, um Gottes Willen, die Welt geht unter. Und dann geht die Schwingung wieder weiter. Und es gibt Schwingungen, die haben Schwingungsbäuche, und also Knotenpunkte, alle 20.000 Jahre. Und es gibt Schwingungen, die haben jede Nanosekunde eine Schwingung. Also es gibt ganz kurze Schwingung und ganz lange Schwingung. Und momentan befinden wir uns in einer kosmischen großen Schwingung, die in den Vedenkultur hieß, die Schwingung, die wir bis jetzt sozusagen kosmisch erleben mussten, war das Kali-Zeitalter. Und Kali ist das Wort für Erde. Das heißt, wir haben eine Epoche hinter uns, in der es um die Materie ging, in der wir mit der Erde sozusagen uns verbunden haben. Und jetzt gerade in der Zeit, wo wir jetzt leben, 2021, findet der Wechsel statt zum Sattva-Zeitalter. Sattva ist die Luft, also das Gegenteil von Erde, das Geistige. Und der Scheitelpunkt, wo kosmisch die eine Kurve die andere Kurve abgelöst hat, ist 2047. Aber wir spüren jetzt schon die Sattva-Energie und deswegen reden wir ja auch miteinander. Aber die andere Energie, die Erdenergie, die materialistisches Denken, geht sozusagen in seine finale Aufbäumung hinein und muss nochmal ganz stark werden. Das ist wie in jedem Hollywood-Film. Vor dem Happy End kommt nochmal das richtige Drama und dann löst sich's.